Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. Ich habe mir gerade was zu essen gefangen. Ein kleines Glubschi. Und wir müssen dann weiter Materialien sammeln, weil wir brauchen Zeug, viel Zeug. Also einmal essen schnell mein Glubschi. So, das verknuspere ich jetzt gleich. Mahlzeit. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder einigermaßen safe. Das nehmen wir auch gleich mit. Kann sich ein neues dann herstellen. Jo, das mit dem Dingenshähne, gedacht, dass das so doof ist. Das muss ich irgendwann mal wieder wegmachen. So. Ich brauche Glas. Viel Glas. Dum, 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 dum. Und ich muss hier Platz machen, unbedingt. Was kann ich denn noch? Das Auto tue ich woanders hin, weil das hier soll rein unser Lager sein für so ein Zeug wie das da. Den Kupfer tun wir noch weg. Weil vielleicht, ich müsste noch ein Spindel machen wahrscheinlich. Das mit dem Auto ist ein bisschen doof. Ich werde es ausnahmsweise beim Essen derweil dazu tun. Ist nicht schlau, ich weiß eh, aber ja. Ein Wasserl nehme ich mit. Gut. Farmen wäre auch gut, dieses Säurepilze, da brauche ich auch noch einen Haufen. Die mobile Fahrzeugstation werde ich vielleicht hier unten fallen lassen. Schnellzugriff. Kann ich es doch? Obwohl, ich habe sie hier. So. Die muss ich jetzt aufstellen, oder was? Oh. Gehört sich das so? Klettern. Ah. Ah. Mit Trönchen wird das gebaut. Aha. Okay, und wenn ich die wieder einsammeln will? Benutzen, klettern. Kann ich die wieder einsammeln? Nee, oder? Die bleibt jetzt hier. Man ist eh wurscht und ist ja unser Haus. Ist ja wurscht. Und ich kann ja eigentlich das Ganze hier noch in die Höhe bauen, bis wir hier rausschauen. Das wäre auch noch mein Ziel. Okay. Nice. Muss man auch wissen. Schön. Jetzt ist wieder stockfinster, ist eh klar. Das ist nicht schlecht. Ah, was geht mich jetzt an? Du? Echt? Ich bin hier oben sicher. Da passiert mir garantiert nichts. Mhm. Wer es glaubt, wird selig. So. Neue Auflistung. Und zwar, das muss Haltmesser. Das muss hier hin. Der Scanner muss dahin. Na komm. Auf Platz. Will er nicht? Probier es mal so. Ja, das geht auch. Konstruktion-Dings brauche ich nicht. Die... Was nehmen wir noch? Laserschneider habe ich eh gebaut. Alles, was will ich mehr? Bin ja brav. Irgendwann mal. Das auf 3. 3. 3. Das auf 4. Und das auf 5. So, ungefähr. Passt das schon. So, Scheibe. Da fällt mir gerade ein. Platsch. Ich packe mal kurz mein Messerchen aus. Ich werde hier ein paar Pflanzen, wenn ich Platz habe. Ja, habe ich. Ein paar Pflanzen hier ernten. Weil die geben ja Essen und Flüssigkeit. Passt. Und das werde ich mal wegessen. Dann sind wir einigermaßen gut genährt. So. Nom, nom, nom. Passt. Ich mag dich nicht, du Viech. Haha. Jetzt bist du kaputt. So. Ich möchte bauen. Ich brauche Quarz. Und es ist so dunkel da unten, dass ich jetzt eigentlich gar nicht suchen möchte, weil ihr dann nicht so viel sehen tut's. Aber was soll ich machen? Ich brauche ein Material. Verstehst? Was habe ich mit? Passt.
Ich brauche ein Material. Viel Material und Essen. Halt, Fischauge. Komm her. Jawohl. Gleich mal so ein bisschen was gesammelt, dass wir dann wieder was zum Knuspern haben. Okay, ich mache das so. Ich hoffe, da seht ihr ein bisschen was. Das ist ein Monster-Ei wieder, ne? Was er mit dem Zeug macht, habe ich keine Ahnung. Ich glaube, man könnte es vielleicht im Aquarium halten. Aber was soll denn das bringen? Ich sehe da etwas Salz. Ding! Was haben wir hier? Duck. Lini blibbelbl. Ne? Glaube ich. Dann stimmt. Hier haben wir Schrottzeugs. Fragment mobile Fahrzeugstation. Das haben wir zwar schon, aber wir kriegen natürlich die Tani um. Von mir aus. Was haben wir da? Metallschrott. Na, ich möchte gern das dritte Teil haben. Ich brauche Licht. Das dritte Teil haben von dem einen Drum, was wir da oben gefunden haben. Das wäre super. Es wäre nur Schrott, ne? Ja, ja. Bin wahrscheinlich hier schon tausendmal dran vorbei geschwommen, gefahren, wie auch immer. Hab das nicht gemerkt, dass da sowas Tolles vor unserer Nase ist. Oh je. Da ist wieder so ein Ungetüm wahrscheinlich. Jetzt bin ich halt ein bisschen auf der Suche. Das hier dürfte auch nur Schrott sein. Ja. Ja. Und jetzt bin ich halt ein bisschen auf der Suche, ob wir noch das eine Drum eventuell finden. Luft ganz schnell. Da ganz schön weit weg jetzt. Wie bin ich denn da hergekommen so schnell? Oh, oh. Upsi. So, hier war Schrott da oben. Schaut's auch ein bisschen verdächtig aus. Hä? Da haben wir nur Schrott, ne? Ja, ja. Was haben wir hier? Auch nur Schrott, denke ich mal. Ja, das hier ist auch nichts Vernünftiges. Genauso wie hier. Das dürfte alles nur Schrott sein, ne? Ja, ja. Da vorne schaut es verdächtig aus. Was haben wir da? Halt. Schubkanonenfragment. Nehmen wir es halt mit. Wir haben es zwar schon, aber ein bisschen Titanium. Mami. Alter Sackelpicker. Oh. So, was haben wir da? Kalksteinchen. Das war wieder, glaube ich, ein Titan. Ich will nochmal zurück nach Hause, also zu unserem neuen Zuhause, zu unserer Station. Wenn da schon dieses eine Drum war, bestünde ja die Chance, dass es auch noch das dritte Teil dort gibt, ne? Das möchte ich halt schon gern haben. Unbedingt. Dann können wir uns schon wieder auf das nächste konzentrieren. Nachdem wir das eine gebaut haben, dann wieder das andere, ne? Ja, und irgendwann haben wir dann doch alles zusammen. So, hier irgendwo war das eine Teil. Vielleicht habe ich ja ein Riesenschweineglück. Ja, Riesenschweineglück. Und es ist noch das dritte Teil hier. Da ist Lala. Da haben wir Salz. Muss ich halt ein bisschen schauen, ne? Das wäre halt echt ein Wahnsinnsglück. Hier ist auch leer. Was haben wir da? Das schaut verdächtig aus. Metallschrott, haha. Ja, ja, sehr verdächtig. Sehr verdächtig. Auch hier dürfte nur noch Metallschrott sein, ja. Hier haben wir nochmal Salz. Habe ich noch Platz? Ja. Wir müssen das halt mitnehmen, ne? Es hilft nichts. Da vorne wäre jetzt auch nochmal Salz. Da vorne ist auch nur Schrott, wie es ausschaut. Da wäre jetzt ein Kupferling gewesen. Hier ist auch nur Schrott. Was haben wir da? Das ist auch nur Schrott.
Ja, ich weiß, es ist gerade sehr spannend, aber ich glaube, ich bin eh verkehrt. Ich hol mal ein bisschen Luft. Eieieiei, ich tu dir nix. Bah. Ja, beruhig dich. Ein FPS ist zu wenig. Darüber mehr. Okay. Ich bin schon wieder abgedriftet. Wie kann mir denn sowas passieren? So, vielleicht. Vielleicht ist es ja hier irgendwo. Es könnte ja auch sein, dass es auf der Insel ist. Oben drum quasi. Dass oben drum irgendwo so ein Zeug liegt. Oder es war die ganze Zeit hier irgendwie so ungut versteckt. Hier haben wir nur Gold. Da ist soweit scheinbar auch nichts. Nein. 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 Ist ja schon ein Wunder, dass ich das eine drum überhaupt gefunden habe. Das muss ich schon sagen. Es wäre halt echt nice, wenn wir das zweite noch finden könnten. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Aber was soll ich machen? Was man braucht, braucht man. So. Lucky, look, look. Es wäre jetzt auch schön, wenn wir ein bisschen Quarz finden würden, ne? Das ist kein Quarz. Jo, Grummel, 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 Grummel. Ja, Grummel, 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 Grummel. Richtig. Der sagt's. Es ist aber echt ein Wunder, dass ich das eine drum gefunden habe. Wirklich wahr. So. Bisschen Luft tanken. Ich glaube nicht, dass das jetzt auf einmal hier oben sein wird, ne? Glaube ich nämlich auch nicht so recht daran. Ahu. Hup, hup, hup. So. Na, ich glaube nicht, dass ich so ein Glück haben werde, dass ich das jetzt noch finde. Glaube ich jetzt wirklich nicht dran. Das wäre echt schon ein außergewöhnliches Wunder. Nee. Es war echt schon Glück, dass wir es hier irgendwo gefunden haben, aber ich vermute, dass das zweite drum irgendwo auch hier sein müsste. Aber sowas zu finden. Ja. Das wird mir wahrscheinlich nicht vergönnt sein. Naja. Ich sollte nicht weiter Zeit vertrödeln. Räuspere, räuspere. Ich sollte das Zeug zurückbringen. Das Essen kochen. Ja, ist besser. Und dann muss ich schauen, dass ich nochmal zu Batterien komme. Und dass ich endlich mal die Maschinenteile zusammenbringe. So, zack. So. Servus. So, dann kochen wir mal. Ja. Einmal den da. Mehr nicht? Dann halt nicht mehr. Hier noch irgendwas? Nee. 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 Na. Okay. Dann würde ich sagen, Mahlzeit. Nom, nom, nom. Nom, nom, nom. Und einen guten Schluck. Passt. Dann können wir hier wieder unser Salzi lagern. So. Mehr gibt es da derweil nicht. Im
Titaniumspeicher, hauen wir wieder unser Titan rein, das bisschen, was wir haben, was halt Platz hat. Ja, und hier bin ich ja eigentlich auch voll, gell? Ja, könnte ich noch sowas bauen. Ja, habe ich bald gar keinen Platz mehr zum Hatschen. Hier wäre noch schön, sowas hinzuknallen. Weil ich bin echt voll wie ein Christbaum. Ja, es geht. Es geht. Dann werde ich hier den Spind hier noch zwecksentfremden ein bisschen. Ausnahmsweise, damit wir die Schätze, die wir hier finden, nicht verlieren. Vor allem dieses Magnetdings da, das ist sicher praktisch. Gut. Die Batterie ist leer. Passt. Ja, Quarz sammeln, ne? Da wird mir nichts anderes übrig bleiben, als wieder nochmal zurück zu schwimmen zu unserem, zu unserer Rettungskapsel. Leider. Vielleicht habe ich ja auch ein Todglück und wir finden noch das eine zum Scannen an. Vielleicht ist es auch irgendwo da oben. Könnte auch sein, oder? Komme ich hier überhaupt hoch? Glaube nicht, oder? Wohl doch. Ich meine, ich könnte schon mal versuchen, ne? Ob das Teil vielleicht hier oben irgendwo ist. Ist wahrscheinlich nicht logisch, aber... Wer weiß. Vielleicht ist das drum wirklich hier irgendwo. Also es wäre toll. Auf alle Fälle. Hup, hup, hup. Ah, hier sind nur Pflanzen, ne? Hier ist Salz. Ja. Aber jetzt so richtig was zum Dings da ist nix, ne? Hier ist auch nur sowas. Ist das Ding da normal? Okay. Keine Ahnung. Ich wollte nur elegant ins Wasser springen. Jo. Ist das da unten etwas? Es dürfte wieder nur Metallschrott sein, oder? Kernreaktorfragment von wegen. Ja, geil! Auch eine blinde Zocke findet mal ein Korn. Ich glaube, ich spinne. Das wird ja schon langsam was mit mir hier. Es war jetzt zwar nicht das drum, was ich gerne gehabt hätte, aber bitte. Ist trotzdem cool. Das hier ist jetzt nur... Stein, ne? Titanium, ja, ja. Ja, ich muss mal kurz weg hier. Okay. Spring einfach mal random irgendwo hin und find dann auch gleich wieder was zum Bauen. Ja, nice. Das gefällt mir. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, wäre fast gut, hier irgendwie so um die Insel herum direkt mal zu tauchen, oder? Es wäre halt wahrscheinlich wirklich praktischer, wenn ich mir mal das Maschinendrum zusammenschustere, ne? Wäre wirklich praktischer, glaube ich. Einen Diamanten. Da drüben sind Raubfischis. Da möchte ich nicht unbedingt hin. Da oben haben wir was. Bist du ein Metallschrott? Ja. Da ist auch nur... Dann schaue ich noch da unten hin. Aber ich glaube, da ist auch nichts Besonderes, ne? Nee. Es war jetzt echt nur Glück. Wow. Freue ich mich echt wirklich, muss ich sagen. Da hätten wir vielleicht noch was. Was bist du? Leer. Du bist leer. Ja gut. Schön.
Es wird ja schon wieder finster. Ich habe immer noch keinen Quarz gefunden. Ja. So. Aber wen soll das wundern, wenn ich hier herumdrödle, ne? Aber wir haben was entdeckt. Das ist ja auch schön. Jetzt bin ich echt motiviert, hier mal im Kreis herumzuschwimmen. Um zu schauen, ob wir vielleicht nicht noch was finden. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Da ist wieder leer. Das hat echt verdammt viel Salz, gell? Wieder Schrott, ja? Hier auch Schrott? Mit ziemlich, ja. War, glaube ich, oder? Ja. Metallschrott. Was haben wir da? Wieder Metallschrott. Also Titanium hätten wir echt mehr als genug. Ja. Darunter möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich sollte wieder Luft holen, ne? Und ich sollte mich jetzt echt mal zusammenreißen, oder? Nicht immer so planlos irgendwo herumschwimmen. Sondern mal produktiv sein hier. Ja, da haben wir wieder ein FPS, man sieht's. Ja, ja, Lado nur. Ja, ja. So. So. Ein Stückchen noch da lang möchte ich gern. Schauen, ob hier vielleicht noch was wäre, aber schaut nicht aus. Ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Ich sollte mir auch wieder was zu essen fangen eigentlich, ne? So. Oh mein Gott! Du Ungetüm! Oh mein Gott, ich bin fast tot. Ich wollte das gerade scannen. Ich glaube, das lassen wir mal. Ich schaue hier weg. Komm hier. Schnell, schnell. Oh Gott. Hilfe. Oh. So, ich glaube, wir sind jetzt wirklich einmal rundherum, ne? Erstaunlicherweise. Und dabei fast gestorben. Jetzt muss ich doch gerade einmal glubschen. Was ist das denn, was wir hier gefunden haben? Dieser Kernreaktor, wie heißt der? Ist das wieder so eine Energiequelle? Looky, look. Scannerraum? Nein. Verstärkung? Nein. Nein, nein, nein. Bio-Kernreaktor. Ach, da fehlen noch Trümmer. Ach komm. Da muss ich noch zwei finden. Aber den muss ich auch bauen. Den Bioreaktor. Der erzeugt nämlich auch Energie. Ja, ja. Den Pflanztopf könnte ich mir auch mal antun. Ich wollte für den Mehrzweckraum erstmal bauen. Und den kann ich aber noch nicht, ne? Weil mir da Dinge fehlen. Ja, zwei. Bäh. Na gut. Ich habe diesen Part überhaupt nicht zusammengebracht. Nix. So, ich versuche jetzt nochmal zurück zur Rettungskapsel zu Kuma. Lebend nach optimalerweise. Also werde versuchen, mir was zum Essen zu fangen. Zack. Jawohl. Werde versuchen, ein paar Batterien schon mal zu basteln, weil unser Seemöttchen hier, Seegleiter, so. Unser Seegleiter wird Energie bald brauchen, denke ich mal. Zack, jawohl. Und da wäre gut, wenn ich was dann haben täte tun. Dann würde es vom Part her wahrscheinlich auch passen, dass ich dann anfange zu siedeln, den Umzug einzuleiten. Alles, was hier ist, rüber zu unserer Station.
Wobei ich überhaupt keinen Platz habe. So Blödsinn, ich müsste Quarz sammeln. Das wäre vernünftiger. Boah. Jetzt ist halt die Frage, kann das respawnen? Ich glaube schon, oder? Ich hoffe. Das wäre echt supi. Super duper, super duper. Das wäre super duper. Manche Dinge schauen aus, als wenn was leben würde, dazwischen drin zum Beispiel. Könnte aber wieder auch eine Lichtspiegelung, Reflex, irgend sowas sein. Na, ich glaube, das ist ein Viech. Ja. Ja. Ist, glaube ich, ein Viechlein. Ja, ja. Ich sollte schauen, dass ich das Weite suche. Und Luft holen inzwischen ein bisschen. So. Ah, da bin ich dann halt schon wirklich ein bisschen gespannt, muss ich zugeben. Wenn das dann so ist mit den Maschinchen, ob man damit diese großen Bestien auch töten kann. Weil, ehrlich gesagt, mit unserem menschlichen Körper können wir gegen sowas Großes nicht anstinken. Völlig unmöglich. Habe ich noch Platz? Ja. Salz habe ich da, Säurepilz und Rohrkoralle. Hältst du es auf? Xindel. So, da. Dann nehmen wir gleich mal alles mit, weil ich brauche eh für drüben auch. Oder fast alles nehmen wir mit, sagen wir mal so. So, dann brauche ich noch diese... Das da. Dieses Ding da brauche ich. Teller, Riesenrohrkoralle. So ja, eine Rohrkoralle. Zack, haben wir genug? Jo, ich glaube, eine noch. Ungefähr. So, wo ist meine Kapsel? Kapsel, da. Ober mir, ich muss mal schauen. So, zack. Sicherheit. Gut, also, wir bauen. Chlorbleiche. Zweimal. Zweimal ist, glaube ich, genug. Mehr geht eh nicht. Dann kochen wir Essen. So. Dann muss ich kurz mal schauen, wie ich Platz habe. Oh, genug. Da kann ich locker zweimal Wasser machen. So, einmal. Und ein zweites Mal. Sehr schön. Sehr schön. Passt. Das nehmen wir alles mal mit. Auch nehme ich das Medikit mit, damit es wieder ein neues produzieren kann. Weil als Medikit-Produzent kann man das eigentlich eh lassen. Wobei wir drüben bei der Hauptstation dann noch ein zweites vielleicht bauen dürfen können. Sehen wir dann eh. So, ja. Das lasse ich da. Ich lasse auch ein Gesöff lasse ich hier. Ein Medikit lasse ich auch da als Reserve. Das werde ich jetzt mal essen. Eines werde ich trinken. Hoppala. Hat das hingehauen? Ich glaube. So. Habe ich das jetzt runtergeschmissen? Na. Ja. Ah, das habe ich hier reingetan, ich Trottel. Entschuldigung. So, ja. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Titanbahn mal alle mit. Und von mir raus das Quarz. Wegen Glas. Dann lasse ich hier vielleicht 1, 2, 3 von diesen Säurepilzen zurück. Salz habe ich jetzt keines mehr, gell? Na. Ja. Hat das Haltbarkeit? Nein. Und würde sagen, die Plätze lasse ich jetzt frei für eventuell Quarz. Falls wir unterwegs jetzt eines finden. Beziehungsweise Essen, würde ich sagen. Wobei, ein Kupfer könnte ich noch mitnehmen. Weil Essen tue ich jetzt eh dann zwischendurch mal. Und trinken vielleicht auch, dann hätte ich wieder Platz. Ja, ich glaube, so könnte man das machen. So, zack. Es wurde Licht. Und ich brauche Quarz. Viel Quarz. Ich weiß, dass es in Höhlen
geben täte, tut. Bin ich mir fast sicher. Was haben wir hier? Seegleiterfragment. Das brauche ich nicht mehr. Das habe ich schon. So, da können wir gleich mal nachschauen, ob hier eventuell Dinge respawnen können. Ja, wenn wieder was, weil hier haben wir also eigentlich alles recht brav abgeerntet. Was ist denn das Blaue da oben? So, Sauerstoff haben wir genug. Was ist denn das? Nix. Achso, das ist einfach nur so. Kann man dazu Korallen sagen? Ich bin da so schlecht in solchen Dingen. Aquaristik ist nicht ganz meins. Um Gottes Willen. Ja, ja, ich bin schon weg, glaube ich. Au, na, ist nicht ausgegangen, leider. Da war ich jetzt zu langsam. Danke fürs Verletzen. Das hat mir noch gefehlt. Das habe ich noch gebraucht. Sie hätten mir besser ein Quarz geben sollen. Oh mein Gott. Jawohl, das. Den haben wir gut abgewehrt. Aber wenn dieses Gefiechwerk respawnen kann, müsste ja auch Quarz und so ein Zeug respawnen können, oder? Ach, der Party schwört zu Ende. Na gut, ihr Lieben, ich hol mal Luft. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend mit 16 FPS. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!